Ja, jetzt wird es doch ein Thema. Also diese angeleiteten Meditationen, da habe ich mich auch wieder mit beschäftigt, warum ich da so ein quasi mittlerweile so ein bisschen Ablehnung sogar dagegen habe, das selber zu machen. Ne? Also selber Anleitungen zu machen. Und da ist mir aufgegangen, das gibt es in den meisten Traditionen gar nicht. Diese angeleiteten Meditationen, also dieses Fahren zur Insel der Ruhe und so weiter, das gibt es gar nicht. In Schamanismus schon, ne? um jemanden, der irgendwas hat, quasi eine Stelle zu führen, die heilend ist, auch manchmal mit Geschichten, das gibt's. Und da ist mir aber eingefallen, also weil es auch darum geht, wie kann man Leute, die jetzt noch gar keine Meditationserfahrung haben, trotzdem für sie gewinnbringend an so einer 20-Minuten-Sitzung teilhaben lassen. Und da sind mir, das heißt im Theravada-Buddhismus heißt das Kasina, Meditationsobjekte. Und das fand ich ganz gut, also so wie das in der Vishu die Maga steht, das finde ich nicht so gut, die mag ich gar nicht so gerne, aber weil das gibt es nun wieder in vielen Traditionen, im Daoismus, im Yoga-Tantra, im Theravada-Buddhismus und sogar in Naturreligionen. Ne, dieses, also nicht irgendwelche Dinger, sondern wirklich mal 20 Minuten lang. Man darf blinzeln, ne? Man muss sich 20 Minuten lang die Augen aufhalten, das ist Quatsch, aber mal 20 Minuten lang einfach auf die Erde zu achten, einfach nur mal zu schauen, 20 Minuten lang. Das ist eins dieser Meditationsobjekte, hat dann auch merkwürdigerweise viele verschiedene Aspekte. Ne? Ich habe das gemacht, als ich ziemlich fertig war, da hatte ich das Bedürfnis dazu und habe wirklich einen Blumentopf genommen, ne? Weil ich auch nicht rausgehen wollte. Ne? Und es hilft. Also wenn man Stabilität merkt, man will irgendwie Stabilität haben, ist es gut, einfach mal lange dem Gras beim Wachsen zuzugucken. Ne? Ein anderes ist, habe ich ewig schon nicht mehr gemacht, ist sich eben auf den Rücken zu legen und einfach mal 20 Minuten lang in den Himmel zu gucken. Auch das ist nett. Und mein Vater, der hat nie meditiert, ist auch schon tot, schon wieder lange. Aber der hat immer gerne in seinem Segelboot gesessen, hinten drin, und wollte gar nicht segeln. Der wollte einfach nur in dem Segelboot hinten in der Plicht sitzen und ins Wasser gucken. Also ins Wasser gucken ist auch eins der Meditation, hat er gar nicht gewusst, aber das, ne, wollte er unbedingt. Also nehmt euch, denn anderes ist Luft, aber das finde ich ziemlich schwierig, das kann man eben nur indirekt feststellen, durch die Blätter, die sich jetzt bewegen, oder Rauch. Und da wird es dann auch schwierig, also weil es ist dann der Raum, also da wird es wieder intellektuell, es ist auch wichtig, sich irgendwann mit beschäftigen, mit Luft und Wind und dann später mit Raum. Aber das ist jetzt zu kompliziert. Erde gucken oder Himmel kann man hier, das ist gut. Also Meditationsobjekte kann man vielleicht noch mal leichter einen Zugang zu Meditation finden. Und auch für die, die schon länger meditieren, man darf das auch mal abwechseln. Auch mal einfach 20 Minuten auf die Erde gucken. Ich starte den schon. Aber richtet euch ein, achtet auf den Körper, dass es ihm gut geht. Auch das ist wichtig.
mit der nächsten einmaligen hohen Glocke ist erstmal Zeit, sich die antwortlose Frage zu stellen, wie geht es mir jetzt? Oder wie liefen die letzten 19 Minuten? Wunderbar. Habt ihr irgendwas auf dem Herzen? Irgendeine Frage? Irgendwas, was euch im Moment bewegt? Aber du kannst uns berichten, wie das in den Himmel gucken ist. Turbulent. Turbulent? Die Wolken, die verschieben sich da wie verrückt. Na, hast du irgendein Gefühl festgestellt, was das bei dir macht oder auslöst? Ja. Was denn? Dann haben die Wolken alle an die Sonne angedockt und jetzt kommt sie nicht mehr raus. Okay, der Sonnenmagnet. Ich dachte eher so ein internes Gefühl. So von, da lege ich dir ja die Worte in den Mund. Keine Seelenöffnung oder sowas. Keine Erleuchtung. Noch nicht mal levitieren. Oh. Okay. Es war einfach nur angenehm? Ja. Dann lasst uns noch dreimal Wunder-Sadhu zusammen machen. Ja. Dreimal Sadhu. 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 Das ist Sanskrit. Okay, also Sadhu werden ja auch die Leute in Indien genannt, die halt ohne Konfession quasi rumrennen, aber auch die anderen Religionen angehören. Das ist nun schon ein paar tausend Jahre alt, dass das Tradition ist, wenn man die Familie quasi, Familienjob quasi erledigt ist, dass man dann sagt, ich möchte Sadhu werden. Aber Sadhu heißt auch einfach wunderbar. Es gibt halt man kann viele verschiedene Übersetzungen machen. Also wir benutzen das als wunderbar. Ja, genau.